Beginnen wird der Carsten Wennemann mit dem Vergleich und Benchmark der Generierung von Kartenvektorkacheln. Bitte schön. So, hallo, jetzt geht's, glaube ich. Also, guten Morgen. Ich sage ganz kurz was zu meiner Person. Ich bin der Carsten Wennemann und habe schon über 20 Jahre mit GIS gearbeitet, habe im Hintergrund in Geografie und Bodenkunde und seit 12 Jahren eine kleine eigene Firma, zuerst in den USA und seit 1,5 Jahren jetzt bei Heidelberg. Und ich habe eine ganze Menge mit Open Source GIS, Web-GIS gearbeitet und einer meiner Lieblingssoftwaren da ist der Map-Server. Und das werdet ihr da gleich merken, dass ich da ziemlich unabhängig und neutral über den denke. Aber hier gab es dann einen Benchmark von dem Pirmin Kalbrat und da habe ich gedacht, da könnte man gerade den Map-Server mit vergleichen und das gucken wir uns jetzt mal an. Dann erkläre ich nochmal, warum jetzt eigentlich, wie bin ich darauf gekommen. Also das war halt so, dass mich der Map-Server sehr interessiert hat und das ist seit einigen Jahren ja doch irgendwie, finde ich, ein bisschen in Vergessenheit geraten, oder ich meine, gerade auf der FOSG gibt es ja noch ein paar Vorträge, aber wenn man FOS4G gibt, da gibt es dann 25 Geo-Server-Vorträge, Map-Server. Ich denke, es liegt daran, Map-Server funktioniert einfach, aber für Leute, die jetzt neu sind, die hören da wenig drüber. Und dann gibt es halt, habe ich gedacht, eine Möglichkeit wäre, dass man mal guckt, die neueren Features in dem Web-Server, Map-Server praktisch auch auszutesten. Und eins davon ist halt dieses Vektorteilformat. Und das gibt es im Map-Server jetzt seit 2017. Allerdings ist es so, dass das halt schlecht dokumentiert ist und ich glaube, es gibt auch kaum Implementierung, wenn es überhaupt eine in Produktion gibt, die das verwendet. Und da habe ich gedacht, da wollten wir das verbessern. Und ich erzähle ein bisschen, wie das herkommt. Also es gab solche Benchmark-Tests schon vor über 10 Jahren in OSGEO, FOS4G, zum Beispiel 2007, Victoria, Kanada, das war meine erste, wo ich war. Und da gab es diesen Benchmark, da wurde halt hier Map-Server mit GeoServer praktisch verglichen und das war halt sehr aufwendig. Da haben manche Teams und dann über die Jahre hinweg kam da immer mehr hinzu. Da haben sie diese Performance Results gemacht und es wurde dann so gemacht, dass jedes Team, das waren hauptsächlich die Hauptentwickler und ein paar Power-User, die haben eine Konfiguration zusammengestellt, sie haben sich auf Datensets geeinigt und dann auf verschiedenen Maschinen das getestet. Und das Problem ist immer, das vergleichbar zu halten, weil bei diesen Benchmarks kann man natürlich an 100.000 Punkten kritisieren, dass es doch nicht gleich wäre. Und in meinem Vortrag ist das jetzt auch weniger, dass es auf den Benchmark nur geht oder die MB-Tiles. Das hat noch ein paar andere Hintergründe und dann gab es halt über die Jahre eine wachsende Liste an Webmap-Rendering-Engines, die an diesem Benchmark teilgenommen haben. Und wenn man hier guckt, da sind sogar drin CutCorp und Airdas Apollo und einmal war es sogar so, dass die Esri Kanada, glaube ich, hat sich bereit erklärt, da bei dem Benchmark mitzumachen. Die haben dann kurz vorher ihre Anmeldung zurückgezogen. Das sagt auch was aus. Also ich glaube, sie hatten ein bisschen Angst, dass sie nicht ganz so oben mitspielen. Und das Ganze ist halt dann sehr aufwendig. Und jetzt kam es halt so, dass der Pirmin sich hingesetzt hatte letztes Jahr und da er an den anderen Benchmarks ja auch teilweise mitgearbeitet hat und gesehen hat, wie aufwendig das ist, hat er einen automatisierten Test praktisch für seinen Teilserver T-Rex praktisch gemacht und auf GitHub als Repository bereitgestellt. Und was ist das? Da wurde also eine Weltkarte praktisch als Referenzdatenset, das ist die Natural Earth Data, gemacht, die ein bisschen vereinfacht ist. Und dazu wurde ein Demo-Style gemacht. Und da wurde halt ein Projekt haben sie gemacht, wo sie diese Karte erstellt haben. Und das zweite Aufbauen darauf ist ja so, dass diese Vektorteils erst im Browser praktisch kartografisch gerendert werden. Also es sind praktisch nur diese Vektoren und da kann man halt entweder den ganzen Datensatz oder einen gefilterten Datensatz, je nach Zoom-Level, anzeigen. Und das passiert im Browser. Und aber als Referenzdatensatz, um diesen Benchmark durchzuführen, wurde halt diese Karte verwendet. Und da hatte ich mir dann gedacht, man könnte ja vielleicht da noch andere hinzufügen und eventuell in Bukarest dann einen größeren Benchmark machen. Und dann war ich so kam ich dazu, dass ich der Erste war, der jetzt das für Map-Server versucht hat zu konfigurieren. Und dazu muss ich nochmal sagen, ja, mit meinem Map-Server, da gab es ja zum Beispiel zu 2008 eine, also komplett unabhängige Review von Paul Ramsey, der Initiator vom PostGIS-Projekt. Der ist ein großer Map-Server-Fan und der hat hier sowas präsentiert und das mit GeoServer und Map,
Guide Open Source verglichen. Und er hat dann also ein paar Punkte gebracht und hat gemeint, ja so gut, also solche Engines wie GeoServer, die sind ja im Prinzip eine Gesamtapplikation, aber MapServer ist ein Engine, also ein Tool. Und hat dann das auf ein paar Punkte resultiert, er hat gesagt, MapServer ist strong like Ox und MapServer ist fast like Cheetah. Und dann wollen wir mal schauen, ob das stimmt. Aber im Prinzip würde ich sagen, wir wollen uns merken, MapServer ist strong like Ox. Also, dann kommen wir nochmal zu dem MapServer-Projekt und zu dem T-Rex. Jetzt zeige ich nochmal, was die beiden sind. Das ist jetzt aus einer anderen Präsentation, das aber auf Englisch. Das ist jetzt eins der ältesten Open-Source-Rendering-Engines von 94. Also in C geschrieben, kann also praktisch, ist eine CGI-Application, Common Gateway Interface. Das heißt, das ist ein Programm, das auf dem Server ist. Man kann einen HTTP-Request dahin schicken und es gibt einem verschiedene Sachen zurück. Das könnte halt ein Bitmap sein, ein Bild von einer Karte nach den Konfigurationen. Diese Konfigurationen heißen Map-File, das ist ein Text-File. Oder es kann einem eine Legende zurückgeben, es kann einem die Feature zurückgeben, die Attribute und noch verschiedene andere Seiten. Es ist auch eine Application Programming Interface. Das wurde hauptsächlich vom Steve Lime weitergeführt, nachdem das aus der Uni kam und dem Fortinet-Projekt von der US-Regierung. Und er hat dann auch verschiedene Möglichkeiten, dass man allein mit diesem Ding also ein ganzes Framework programmieren kann. Das heißt MapScript und es gibt so in verschiedenen, also in Python und PHP und Java gibt es alle seine MapScripte. Damit kann man programmieren. Das habe ich jetzt selber weniger gemacht, weil dann ist man ja auf diesen Map-Server festgelegt. Wenn man irgendwas machen will, programmiert man da drin. Und ich finde es ist eigentlich besser, wenn man das agnostisch macht. Das heißt, wenn man, nehmen wir an, man hat so einen Viewer, einen Open Layers oder ein Leaflet und nimmt dann einen Webmap-Service rein oder einen Tile-Service, dann kann man ja von verschiedenen Engines das verwenden. Und wenn man sich jetzt nicht festlegen will, dann ist es eigentlich besser, wenn man das so als Webmap-Service oder CGI-Geschichte verwendet. Also nur meine. Das hat jetzt viele verschiedene Input-Daten, also die können unten ist die Liste, alles was OGR, JIDA lesen kann, kann da im Prinzip rein und raus kann auch eine Menge. Und seit 2017 gibt es halt auch diese Vector-Tiles. Und jetzt dagegen, was der Pyrmin programmiert hat, ist der T-Rex. Das ist eigentlich ein spezialisierter Tile-Server, der genau auf diese Vector-Tiles abzielt. Und ja, die Sachen, die hier so viel stehen, das ist für die Leute, die das später runterladen. Man kann also kurz gefasst eigene Vektorkacheln erzeugen mit dem Ding. Man hat aber auch einen eingebauten Viewer und Webserver mit da drin. So, jetzt nochmal kurz dazu, was sind denn jetzt eigentlich diese Vektorkacheln? Das ist eine Alternative zu Rasterbildern. Man kann ja, wenn man so eine Webmap-Karte hat, kann man ja entweder zum Beispiel einen Webmap-Service einbauen, ohne Tiles. Dann würde das praktisch dynamisch jedes Mal die Daten lesen und praktisch, wie die konfiguriert sind, dann die Kartografie ausgeben. Das heißt, jedes Mal, wenn man reinzoomt oder die Karte verschiebt, kommt ein neuer Request und die Karte wird neu erzeugt. Das ist dann, je nachdem, was man für Daten hat, wie man die konfiguriert hat, könnte langsam sein. Deshalb haben über viele Jahre jetzt die Leute, das so à la Google Tiles oder OpenStreetMap, diese auf verschiedenen Zoom-Leveln vorgerendert praktisch. Und das sind diese Tile-Server. So, und da hat man ja jetzt Tausende oder Millionen von kleinen ausgeschnittenen Kacheln, also sind JPEGs oder PNG oder andere, und wird halt diese Bitmaps übertragen, die schon da sind. So, bei Vektor-Tiles ist es ein bisschen anders, man hat die Geometrien als Vektor, also Punkt, Linie, Fläche, die sind dann auch gekachelt, ein bisschen so, als wenn man so Shapefiles zerschneiden würde oder was anderes, und die sind dann auch in so einer Art Zoom-Level-Strukturbaum auf dem Server vorhanden. Der Unterschied ist jetzt, dass die Kartografie da noch nicht drin ist. Also wenn man diese kleine Bitmap-Karte sich einfach anguckt, ist die Karte ja fertig. Ja, das ist also praktisch sind die Klassen rot, grün, blau für irgendwie die Bodeneigenschaften oder so drin. Und hier wird es praktisch dann erst im Browser mit der Kartografie versehen. Und das ist ein binäres Format, das heißt Protobuf, das ist von Google. Das ist also ein relativ generisches Format, da kann ganz viel drin sein. Und diese MV-Tiles sind jetzt eigentlich kein eigenes Format, es ist nur eine Spezifikation, die von also dem Anbieter Mapbox eigentlich kommt. Und die haben halt dieses Protobuf verwendet. So, das war erstmal kurz dazu. So, jetzt erzähle ich mal, wie funktioniert denn jetzt dieser Benchmark, was passiert da? Ich habe jetzt einfach mal hier aufgeschrieben, wie ich das gemacht habe. Ich habe also auf meinem Rechner einfach ein Windows-System, da habe ich eine VirtualBox, das ist da links, was das andeutet, von Oracle installiert, da kann man also eine virtuelle Maschine generieren. Habe ich eine gemacht, die basiert auf der OSGeoLive, hätte ich nicht machen müssen, es könnte irgendein Linux sein. Habe ich die OSGeoLive da installiert
Und dann muss man eigentlich nur noch drei Vorbedingungen erfüllen, dass das, die Sachen aus dem Repository vom Pyrmin dann laufen. Das ist einerseits, du brauchst, musst installieren das Programm Make, dann brauchst du Docker und Docker Compose, das ist also diese Container-Software. Und dann braucht man das GNU-Plot. GNU-Plot, das kann so kleine Bilder, Grafiken erzeugen. Das wird verwendet, um die Ergebnisse des Benchmarks darzustellen als JPEG. Und im Ganzen hat der Pyrmin jetzt noch einen anderen Docker, also nachdem ich die Konfiguration mit dem Map-File geschrieben habe und dann noch für Mapcache, weil Map-Server alleine kann keine Tiles automatisch produzieren. Da braucht man noch einen Tiling-Engine, das ist in dem Fall Mapcache, das gehört zur Map-Server-Suite, ist relativ unbekannt. Das ist einfach ein Apache HTTP-Server-Modul, das man logisch einklinken kann. Und wenn man dann Apache sowieso laufen lässt, kann man das als Modul installieren und das ermöglicht, dass man halt auch diese Tiles über Map-Server generieren kann. Das ist halt ein sogenannter Seeding-Prozess. Das heißt, wenn man diese ganzen Karten schon mal vorgenerieren will, lässt man einfach ein Skript laufen und das produziert einem dann diese ganzen Tiles. So, und was sind jetzt die Daten? Das ist also ein minimales Subset von diesen Natural Earth Data. Und dann haben wir noch einen Mapbox.js-Style, den ihr schon kurz auf der Karte gesehen habt. So, was passiert jetzt da? Also wenn ich jetzt in dieser Maschine bin, ich kann ja das kurz mal, hier rausgehen, mal gucken, ob das gerade hier läuft. Das ist also diese virtuelle Maschine, die ich hier habe. Man kann das ja mal kurz zeigen. Also was man jetzt dann hat, das ist hier ein Verzeichnis MVT Benchmark. Das kriegt man dann, wenn man das aus GitHub auscheckt, kommt es in dein Home-User-Verzeichnis und dann musst du noch diese drei Sachen installieren, also Make, GNUplot, Docker, Docker Compose. Und dann muss man eigentlich nur noch in dieses Verzeichnis reingehen und da gibt es ein Make-File. Und mit diesem, wenn man dieses Make-File aufruft, dann werden diese ganzen Daten runtergeladen, also von Natural Earth werden die Daten geladen, es wird Docker-Container runtergeladen für PostGIS, für den T-Rex und später auch für Map-Server. Das wird alles konfiguriert und wenn man das dann hat durchlaufen lassen, dann ist man eigentlich schon bereit, dass man jetzt in diesem Verzeichnis hier den Benchmark laufen lassen kann. Und da gibt es dann dazu einfach ein Kommando. Ich habe das ist eigentlich hier nur, wenn man das sich später angucken will nochmal. Da habe ich noch gezeigt, also dann diese Datenbank, die dann gestartet werden kann. Da oben ist das Kommando, wie man dieses, wenn man den Docker-Container mit dem PostGIS starten kann. Und dann sieht man halt hier pgadmin und sieht dann die Datenbank, wo diese ganzen Daten drin sind. Und die Daten sollen halt gleich sein für diese beiden Tests. Für den T-Rex und für den Map-Server. So, das ist nochmal zu dem Kartenspiel, das ist vereinfacht. Das ist auf Peter Priedals Offline-Example. Der hat ja so einen Map-Tiler produziert. Und da kommt dieser Style her. Und jetzt kann man diesen Benchmark halt so ablaufen. Da gibt es zwei Versionen. Da gibt es den Make-Quick-Bench, das ist macht einfach eine kleine Region, dass das schneller durchläuft. Mit einer Bounding Box lässt es durchlaufen und dann muss man dann einmal für den T-Rex laufen lassen, einmal für den Map-Server und dann würden da praktisch Daten ausgegeben. Also so sieht das aus, wenn man das laufen lässt. Hier oben war das Kommando Make Quick Bench und dann unten sieht man, wie diese Kacheln generiert werden. Hier ist mal kurz zum Verständnis, da gibt es dann hier unter dem Benchmark ein Teilverzeichnis und dann wieder ein Unterverzeichnis, wo dann die zwei Map-Server ihre MV-Tiles ablegen. Also in dem Fall ist es .mvt, das könnte auch .pbf sein, beides das gleiche. Und da sieht man halt, dass diese Tiles hier abgelegt werden während dieses Benchmarks. Und was ist jetzt, jetzt sehen wir schon ein paar Ergebnisse hier. Und worauf ich hinaus will, ist auch, dass das ja vergleichbar sein muss. Und da das verschiedene Softwaren sind, muss man ja gucken, haben die auch verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten. Und manchmal gibt es in einem was, was im anderen nicht gibt. Und das muss man halt versuchen, vergleichbar zu halten. Im Moment sind wir bei dem Punkt, dass den Test, den ich habe laufen lassen, noch nicht hundertprozentig vergleichbar ist. Hier sieht man diesen Quickbench, da sieht man also die Region oben. Und wenn man den jetzt mehr als fünfmal durchlaufen lässt, dann ergibt GNU-Plot außer einer kleinen Tabelle, die da erzeigt wird, praktisch so ein Boxplot. Da sieht man also die Mittel in die Linie in der Mitte ist der Durchschnittswert. Wie viele Sekunden es jetzt gedauert hat, diese Region praktisch fertig mit MV-Tiles zu erstellen. Da sieht man in dem Fall, dass jetzt Map-Server schneller war. Im anderen Fall, wo man die gesamte Welt macht, ist T-Rex im Moment wesentlich schneller noch. Das liegt aber daran, dass wir es noch nicht hundertprozentig gleich vergleichbar konfiguriert haben. Und ich habe da schon ein paar, ich habe auf die Map-Server-Mailing-Liste geschrieben, das war auch eine der Intentionen, da hat Steve Lime, einer der Maintainer vom Map-Server, geantwortet und noch ein paar Tipps gegeben. Und
Da werden wir also noch weitermachen. Vielleicht gibt es auch noch andere, die jetzt andere Engines hier einbauen wollen. Also gibt es zum Beispiel den MapNIC oder den Degree oder AutoMap Guide oder GeoServer. Da könnte man natürlich diese alte Benchmark-Tradition wieder aufleben lassen. Und weil das jetzt automatisiert ist, soll das auch viel weniger aufwendig sein. So, man sieht dann unten, wenn man das jetzt mit 4 Cores, also hier steht Nodes, das sind also 4 Cores, seedet, dann sieht man auch, dass es im Prinzip jetzt nicht viel schneller war, beim Map-Server jedenfalls. Aber da müsste man noch ein bisschen länger dran arbeiten. Das nächste Ergebnis ist jetzt einfach mal wie als Text. Man kann es beliebig oft laufen lassen, hat man dann halt diese Ausgaben. Praktisch die verschiedenen Spalten sind jetzt noch verschiedene, wie viele Connections, also wie viele Aufrufe man gleichzeitig macht pro Sekunde. Und jetzt hat man, ich habe das auf 2 verschiedenen Maschinen getestet, einmal auf diesem Laptop und auf meinem Desktop zu Hause. Da waren jetzt nur 2 Tests zu sehen. Da sieht man halt, der T-Rex auf der linken Seite einiges schneller ist, wenn man die ganze Welt macht und der Map-Server teilweise doppelt so lange gebraucht hat. Da rechts sieht man das Ganze jetzt als Grafik, praktisch wie das sich verhält. Hier viele, also von links hat man eine Connection und rechts halt 256. Und es war jetzt ein anderer Benchmark auf der anderen Maschine. Da sieht man jetzt einmal oben in Gelb der T-Rex, der war dann schneller. Und was man uns noch nicht so richtig erklären konnte, war, man sieht jetzt, dieses Lilane ist der T-Rex, das zweite ist der hier oben, das kann ich jetzt gar nicht, kann man das hier sehen? Hier, wo die Maus ist, da ist der andere T-Rex und die 2 anderen unteren sind der Map-Server. Da, also mit dem einen waren sie relativ vergleichbar schon und anderes Mal war es jetzt wesentlich schneller. Das heißt, Quintessenz ist, man muss das halt einfach öfter mal laufen lassen, weil ich weiß nicht, was auf der Maschine da gerade passiert ist. Ich hatte eigentlich vermieden, dass da andere Prozesse laufen. Trotzdem kommt sowas raus. Also man muss das halt wirklich oft laufen lassen, dass man den Durchschnitt dann nimmt. Und jetzt wollte ich noch mal ganz kurz zeigen, also das kann man natürlich jetzt kaum lesen, einfach was ist jetzt da zu konfigurieren, um das laufen lassen zu können. Also für den T-Rex haben wir hier ein 2ML-Text-File, da sind dann Sachen konfiguriert, das kann man jetzt kaum lesen, aber ich will noch drauf stoßen. Da gibt es zum Beispiel einen Eintrag, da steht hier unten Simplify gleich True und das ist eins, wo man versuchen muss, das heißt also, wie werden die Daten jetzt vereinfacht? Also es gibt da so Befehle, dass man Daten, also wenn man Überblickskarte von der Welt macht, da braucht man ja nicht die Details, wie jetzt der Bodensee oder so aussieht, sondern hat man nur Überblicks, halt eine vereinfachte Geometrie. Und das kann man, das macht T-Rex jetzt, wenn man das so einstellt, ja, das tut er das. Jetzt muss man nur gucken, dass der Map-Server das auch vergleichbar macht. Und dann gibt es halt so verschiedene Einträge, die da so sind. Und dann unten, was man auch nicht lesen kann, wer sich damit auskennt, also man kann als Datenquelle, tut man ja hier eine PostGIS Datenbank verwenden und da ist unten ein SQL Select Statement drin, welche Daten da verwendet werden. Und da gibt es jetzt 2 spezielle Sachen da drin. Da wird einmal das Zoom Level verwendet, um das schneller zu machen. Und dann, das war einerseits das Zoom Level und die Bounding Box. Und das sind halt 2 Sachen, die muss man im Map Server dann anders konfigurieren. So, jetzt für die das Map-File zeigen, da zeige ich kurz nochmal, was jetzt da, wenn einer ein Map-File schon kennt, wenn nicht, dann vergesst das einfach. Da gibt es so ein Output-Format, das man hier definieren kann. Und in dem Fall könnte man jetzt sagen, Output-Format würde halt PNG sein. Das wäre halt dann ein Bitmap. In dem Fall haben wir MVT und haben wir den MVT-Driver. Und dann gibt es hier noch Optionen. Das ist einmal, wie groß die Kacheln sind. Und das andere Mal ist es, ob es da so eine Überlappung gibt am Rand. Und da haben sie halt hier 20. Und jetzt hat Pirmin gerade gesagt, gut, wir haben noch 2 Minuten, dann, dass das beim T-Rex eigentlich kleiner war. Das heißt, der Map-Server hat noch Potenzial, einiges besser zu werden. Jetzt noch kurz auf diesen Map-Cache, das ist die 2. Komponente, die man hier hat, ist in der Map-Server-Suite drin. Und das haben wollt, geht da zu mapserver.org, könnt ihr euch Map-Cache angucken. Da ist ein XML-File, da ist halt eine Konfiguration, die dann diese Map-Service vom Map-Server einbindet. Das muss sein, weil der Map-Server an sich kann ohne jetzt ein anderes Skript, das könnte man natürlich auch selber schreiben, kann aber diese Teils generieren. So, und jetzt hier diese Vergleichbarkeit, da habe ich einmal mal was rausgepickt. Im Map-File gibt es halt diese Format-Options, die ich schon gezeigt habe. Und den Edge-Buffer im Prinzip entspricht bei T-Rex der Buffer-Size. Und der Extent wäre bei T-Rex dann, also Map-Server-Extent wäre bei T-Rex dann Tile-Size pro Layer. Da können wir noch mal ein bisschen was dran machen. Und jetzt gucken wir gerade mal, wie kann man die Vergleichbarkeit erhöhen. Das wäre jetzt einerseits dieses PostGIS-Data-Statement. Da kann ich das kurz noch mal hier im Map-File aufrufen. Wer das kennt, der kann dann sehen, dass ich hier, warte, das mache ich mal kurz drauf. Da, wo es jetzt so grau ist, steht hier Select Star. Das ist zum Beispiel schon mal schlecht. Da muss ich, das hatte ich auch schon verbessert. Da muss ich die
Spalten angeben, die ich da selektiere, das ist schneller. Und da sieht man das, also dieses Statement kann man versuchen, genau gleich zu machen. Das ist im Prinzip genau das Gleiche. Bei T-Rex war halt noch das Zoom-Level und die Bounding-Box drin. Das kann ich in dem Fall ausgleichen, indem ich hier eine Min- und Max-Zoom-Level für dieses Layer noch reintue. Hatte ich jetzt noch nicht gemacht. So, jetzt kurz zurück. Sind wir gleich fertig. Dann, ja, habe ich schon angesprochen, diese Data-Simplification-Parameter. Und was man natürlich testen könnte, das hat auch Steve Lime auch vorgeschlagen, war auch eine meiner Intentionen, dass diese Entwickler da drauf springen und gucken, dass man auch immer noch das nochmal verbessert mit den MV-Tiles. Kann sich natürlich angucken, wie groß sind die Kacheln, die jetzt rauskommen, T-Rex gegenüber Map-Server in Kilobyte, Megabyte. Und im Moment ist es so, dass die Kacheln von Map-Server 8-mal so groß sind. Das heißt, da sind wahrscheinlich mehr Objekte drin und die sind noch nicht ganz so vereinfacht. Und dann könnte man natürlich gucken, die Objektanzahlen je Kachel praktisch nochmal zu testen. Und der Firmen hat schon gesagt, das wollte er eigentlich in seinen Test noch mit einbauen. So, und jetzt gibt es einen Map-Server-Branch und dann gibt es einen normalen Branch. Und der Firmen hat schon gesagt, die wollte beide jetzt bald mergen. Und was wäre jetzt der Ausblick? Man kann das jetzt vergleichen. Und wir wollten auch andere anregen, ob die da mit teilnehmen wollen. Es gibt da so einen MV-Tile-Server Tegola. Dann könnte man GeoServer oder MapNIC oder Degree oder AutoMap Guide. Alle diese Engines könnte man da reintun, alle, die so MV-Tiles produzieren könnten. Und dann gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten, MV-Tiles zu erzeugen. Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit über GDAL, OGR und eine andere Library, die heißt TippCanoe. Oder man kann es direkt aus PostGIS machen. Da gibt es das STS-MVT. Und die City, die Stadt von Chicago hat da mal einen Blogpost geschrieben dazu. Das ist hier anzumerken. Und jetzt haben wir hier noch für die Leute, die das später runterladen, die ganzen Links dazu. Einer hat auch MapNIC gegen PostGIS getestet und da kann man sich das Ganze nochmal angucken. So, und das war's dann. Vielen Dank. Ja, Carsten, vielen Dank für den interessanten Vortrag. Ich denke, da gibt es Fragen. Die Runde ist eröffnet. Bitte. Keine. Keine Fragen aus dem Auditorium? Doch? Soll ich so stellen? Nein, sonst hört man es nicht auf dem Band. Hast du auch herausgefunden, wo ungefähr der Verarbeitungsaufwand der große Anfall der Unterschied in Performance macht? Weil ich denke mal, ein guter Teil, 10%, 20%, 30%, ist wahrscheinlich einmal die Abfrage der Daten aus der Postgres-Datenbank zum Beispiel. Und dann wird ein gewisser Prozentsatz anfallen beim Protobuf-Formatieren und so. Hast du eine Idee, wo da ungefähr so die Unterschiede liegen und wo noch viel zu holen ist? Also direkt bestimmt haben wir da nichts, weil das gibt ja nur die Gesamtzahlen aus. Aber wir haben unsere Vermutungen. Also ich denke mal hauptsächlich, diese Simplifikation ist was Wichtiges, dass dann am Ende die Feature-Anzahl und die Größe der Datei, die resultiert, sollte ja vergleichbar sein. Also da können wir noch dran schrauben. Teilweise müsste das sogar in den Source Code im Map-Server möglich gemacht werden, dass man das konfigurieren kann. Und da hat Steve Lime schon Interesse angemeldet. Das fand ich schon mal ganz gut. Das war eine meiner Intentionen, das Map-Server ein bisschen mehr zu pushen. Und dann das Zweite ist, dass man ja ganz einfache Sachen im Map-File machen kann. Also mit dem Zoom-Level, da kann ich was machen mit der Bounding-Box, das kann man auch noch versuchen einzubauen, das ist halt nicht 1:1 zu übernehmen und da sehe ich halt das Problem, wenn man jetzt die GeoServer nimmt, da hat man halt andere Parameter, die vielleicht nicht 100%ig vergleichbar sind, muss man halt probieren und ich denke, der Hauptpunkt ist nicht, wer ist jetzt wirklich schneller und hat nur gewonnen, weil diese Engines haben alle ihre Vor- und Nachteile, aber es profitieren alle davon, wenn man das verbessert. Ja, ich denke, das Data Statement ist schon mal das Nummer 1 mit dem Zoom-Level und die Simplifikation. Gut, gibt es weitere Fragen? Erstmal nicht der Fall. Dann nochmal vielen Dank für den Vortrag. Wir haben jetzt Zeit, den Saal zu wechseln. Applaus